Ans Telefon. Du Papi, die Mami kann jetzt nicht, weil sie in der Küche ist und für uns beide das Abendbrot macht. Dann sage bitte mir, wie geht es dir und ihr? Du Papi, die Mami weint immer die ganze Nacht. Stell dir das nur vor, und das stört mich so beim Schlafen. Hey Yvonne, vielleicht machst du das Leben ihr so schwer. Nein, Papi, das ist es nicht. Ich bin immer ganz lieb zu ihr und decke auch morgens immer den Frühstückstisch. Vielleicht wird es am Abend durchs Fernsehen viel zu spät. Nein, Papi, das ist es auch nicht. Ich gehe immer ganz pünktlich ins Bett und morgens in die Schule komme ich auch rechtzeitig. Warum ist dann die Mami so traurig und allein? Hat doch dich, mein Liebling, und könnte glücklich sein. Hey Yvonne, bestimmt geht Mami abends immer aus. Nein, Papi, das ist es nicht. Sie ist immer nur mit mir allein zu Hause und unterhält sich mit mir. Dann hat sie doch bestimmt ganz heimlich einen Freund. Nein, Papi, das glaub ich nicht. Wenn sie immer nur bei mir ist, kann sie doch keinen Freund haben. Warum ist dann die Mami so traurig und allein? Hat doch dich, mein Liebling, und könnte glücklich sein. Hey Yvonne, dann sag mir, warum weint die Mami? Du Papi, ich glaube, das liegt an dir. Wenn du nicht da bist, sind wir beide traurig, denn du fehlst uns doch so sehr. Wenn das wirklich wahr ist, komm ich sofort vorbei.